Der Vega C-Jungfernflug im Juli 2022 war makellos. Aber das war nur eine Demo-Mission. Dieses Mal gab es einen zahlenden Kunden. Die Vega C ist die Weiterentwicklung des Vorgängermodells Vega. Und nach 6 Monaten im Betrieb hat sie schon eine katastrophale Erfolgsquote. 50%. Nicht einmal das Space Shuttle war so gefährlich. Raumfahrt ist hart und Unfälle passieren. Aber der Claim der institutionellen Raumfahrt ist, dass sie teuer sind, weil sie verlässlich sind. Die Geschichte der Vega-Raketen spricht da eine andere Sprache. Der erste Fehlstart einer Vega ereignete sich am 11. Juli 2019 beim Start eines Aufklärungssatelliten für die Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate. Es handelte sich um den 15. Vega-Flug. 14 Sekunden nach der Erststufentrennung trat am Z23-Triebwerk der Zweitstufe ein heftiges Ereignis auf. Vermutlich infolge eines hitzebedingten Strukturversagens des Motorgehäuses.